Viele Frankfurterinnen kommen schon jetzt auf mich zu und sagen, Carlo, ich wähle dich, Karl Maria, Obi Schulte, sonst nix. Und manche haben eben tatsächlich eine weiße Weste, manche andere nicht. Dadurch, dass die Parteien die Stimmzettel manipulieren, indem sie sich vorne wegsetzen, statt alle Kandidaten, auch die Parteifreien wie mich, gleich zu behandeln. Das ist verfassungswidrig, ist ein Wahlbetrug. Wie wir wissen, war ja Goethe kulturschaffender Poet und Staatsmann. Und so verstehe ich mich auch als Künstler, Kulturschaffender, Zukunftsforscher, Gestalter und auch übrigens Verfassungsprofi. Das war Goethe wohl auch. Und er würde sicher protestieren gegen diesen Wahlbetrug, den ich hier anprangere. Und diese Mütze oben, die hat ihre Bewandtnis, wie wir wissen, ist das das Zeichen für die Schweiz. Und ich werde für mehr Bürgerentscheide und Volksentscheide eintreten. Die Grünen haben das abgeschafft in ihrem Programm. Also höchste Zeit für einen parteifreien, kreativen, kompetenten Oberbürgermeister. Und dafür stehe ich. Und da freue ich mich auf Ihre Stimme. Und dann hat Frankfurt wirklich eine gute Zukunft. Da gibt es noch viele andere Punkte in Karl Maria Schulte YouTube. Viel Spaß beim Anschauen.